Ja, hallo zusammen. Heute geht es mal um eine Fahrzeugmarke, die ich ganz, 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 ganz selten hier habe. Bis jetzt haben wir den noch gar nicht gehabt. Also wir sind noch kein Citroën gefahren oder Citroën. Ja, wie man hier sagt, im Ruhrgebiet, Citroën. Aber es heißt ja, glaube ich, Citroën, ne? Créateur de Malheur. Ne, das war Renault, glaube ich, ne? Der Werbespot. Na, ist auch egal. Aber es gibt ja, wie gesagt, Modelle, die sieht man hin und wieder, aber man kommt einfach nicht dazu, sie irgendwie zu fahren. Und heute ist wirklich Premiere, denn wir fahren einen Citroën oder Citroën C2. Ich bin das Auto noch nie gefahren und derjenige hatte mich angerufen und habe erstmal überlegt, Citroën C2, mit was ist der denn baugleich? Ich meine, ist klar, ne? PSA-Konzern, ne? Peugeot, Citroën. Wie auch immer man jetzt richtig ausspricht, hängen ja zusammen, viele Modelle sind gleich, aber der C2, da fiel mir kein passendes Modell ein. C1 ist wieder gleich mit, ist das C06 oder so? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst es bestimmt und deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr das Ganze natürlich mal runter in die Kommentare haut. Und ich weiß ja nicht, was bei euch so bei Citroën so immer so einfällt, aber bei mir ist halt immer so ein bisschen abgespaced. Ne? Dann finde ich immer, das Auto macht optisch gute Ansätze und dann hat man so manchmal zwischendurch das Gefühl, entweder war Restalkohol im Spiel oder die hatten keine Lust mehr. Ne? Also das finde ich dann, manchmal finde ich das immer sehr, sehr schade. Welche Modelle ich aber optisch, das muss ich auch sagen, optisch schon ansprechend finde, sind die ganzen DS-Modelle. Ne? Also die finde ich schon wirklich sehr, sehr schön. Und aber ich glaube, wenn ich mir die jetzt von außen so anschaue, sage ich mir auch, boah, von außen toll. Und dann haben sie wahrscheinlich von innen wieder irgendwas da reingebaut, wo man sagt, ey, warum um Himmels Willen mussten die das jetzt wieder so machen, wie es aussieht? So ein schönes Auto von außen und dann machen die wieder irgendein Lenkrad, was nur einen Arm hat oder weiß der Kuckuck was. Also, ich müsste jetzt mal überlegen, weil ich das letzte Mal Citroën gefahren bin und ich glaube, das war Ende der 80er. Da muss ich wirklich sagen. Also sonst habe ich immer diese Marke nicht gemieden, aber die ist mir irgendwie so auch immer untergegangen. Ne? Und ich hatte hier auch keinen. Ne? Wenn man jetzt sagen könnte, okay, indirekt durch Peugeot-Modelle haben wir ja schon häufiger gehabt, geht es jetzt darum, ja, und ihr müsst euch vorstellen, er ruft euch dann einer an, ne, in dem Fall ein guter alter Bekannter, der lange Zeit kein Auto hatte und sich jetzt praktisch dieses Auto gekauft hat. Und er sagt dann, ja, pass auf, komm mal, kannst du mal eine Runde fahren, habe ich mir gekauft. Und dann sagt dann einer Citroën C2, dann sagst du erstmal, oh, okay, ja, okay, ja, völlig unvoreingenommen, okay, aber dann habe ich das Auto abgeholt und dann gucke ich so, wir schauen uns das Auto jetzt auch gleich nochmal an, also ich habe das Auto abgeholt, deswegen, ich bin denn schon einmal Straße rauf, Straße runter gefahren, aber ich möchte euch trotzdem an dem Fahrerlebnis teilhaben lassen, ja? Und zwar haben wir, und jetzt muss ich sagen, als ich mich da reingesetzt habe, ist mir das erstmal aufgefallen, weil von außen habe ich nämlich das überhaupt nicht gesehen. Das ist ein VTS und der hat 90 kW, sprich 122 PS im Citroën C2. Und wenn ihr jetzt meine Arme seht, dann muss ich sagen, das Ding ist echt geil. Also, wenn du, das ist ja Lupo-Größe, also er ist kleiner als ein Polo, mit Sicherheit. Ich würde auch sagen, dass er kleiner ist als ein Corsa. Und wenn du den mit 122 PS hast, dann ist das ein lustiges Gerät. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Die Erstzulassung ist der 10.05.2007, 90 kW bei 6500 Umdrehungen und Kilometerstand sage ich euch. Wir schauen uns das Ding jetzt ganz einfach mal an und ich muss sagen, ich habe den Citroën C2 schon häufiger gesehen. Das muss ich wirklich sagen, weil der ist auffällig, unauffällig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist ein Auto, wo ich sagen würde, der passt optimal ins Straßenbild und den haben sie schon so gemacht, wie ein Auto irgendwie aussehen soll. Ne? Also, wir gucken mal. Ne? In diesem Blau, finde ich, sieht man ihn schon häufiger. Ne? Und dann haben wir wirklich dieses VTS. Ne? Also, ich kannte diese Version, wie gesagt, ich bin jetzt kein Peugeot, PSA-Kenner in dem Sinne und Citroën schon mal gar nicht. Aber ich habe das Ding, wie gesagt, abgeholt und ich muss sagen, das Ding macht richtig Bock. Das Ding macht richtig Bock. Also wir werden auch gleich mal gucken, ob da ein paar Sachen gefallen mir nicht so. Aber ich sag's mal so, das Auto sieht nach nichts aus und hat 122 PS. Und die laufen gut. Die laufen gut. Wir fahren auch gleich mal eine Runde. Aber jetzt gucken wir erstmal von außen. Also in diesem Blau
Na, mit diesen silbernen Alumännern drauf. Ich glaube, das ist erstmal gar nicht so schlecht. So, und wenn wir jetzt hier mal schauen, also so hässlich ist der jetzt auch gar nicht, finde ich. Na, mein gut, es ist jetzt auch keine Design-Ikone, aber das ist jetzt irgendwie nicht so ein rumgefruckeltes Auto, auch hier. Ne? Ich meine, das ist natürlich mal ein bisschen komisch, was sie hier so gemacht haben, dass das natürlich niedriger ist als das. Aber wenn man jetzt mal so schaut, ne? So, und was mir aufgefallen ist, und da habe ich ja mal so einen Blick für, ich habe dieses VTS habe ich gar nicht gelesen, ich habe nur hinten die Scheibenbremse gesehen, und ich dachte mir, warum hat so ein Stuhl hinten eine Scheibenbremse? So, und so sieht das Ding von hinten aus. Also praktisch so ein Stadtflitzer eben. Ne? Und wir gucken jetzt mal rein. So, den hat er sich praktisch neu gebraucht gekauft und sagt, er ist damit super zufrieden. Auch ich sag mal Lenkräder, da macht ja Citroën manchmal auch mal so ganz komische Sachen. Finde ich, ist hier recht normal. Ansonsten die Armaturentafel, das haben sie auch. Das gucken wir uns gleich nochmal während der Fahrt an. Auch die Sitze. Ne? Ich meine, wenn ihr jetzt hier mal schaut, also das ist ein bisschen wackelig hier alles, aber so diese Seitenführung, und mir ist das am Anfang echt nicht aufgefallen. Ich dachte mir, oh, so eine Teillederausstattung. Ja, und wenn wir jetzt mal hinten gucken, ne, hinten die Sitze, also das ist schon nicht schlecht, wenn man jetzt mal so guckt. Ist natürlich Plastik, aber das Auto ist anders, finde ich schon, als viele andere Citroëns. Ja, hier unten da diese Pedale da unten, ne, ein bisschen mit dieser Alu-Optik, aber das ist so echt nicht schlecht. Ja, den Rest machen wir natürlich auf der Probefahrt. Wir machen ein bisschen Rumpelpumpel und gucken uns das Ding mal so ein bisschen an. Wie gesagt, er hat das Ding im Juni gekauft. Wir haben also für den Kalender heute August und schauen mal theoretisch, was er so hat und ob wir da was machen müssen. Und also wie gesagt, es ist für mich ist es jetzt wirklich die Jungfernfahrt schlechthin, weil ich noch nie Citroën gefahren bin und so wie ich die Marke wahrnehme, ist sie schon, finde ich, immer sehr speziell, das muss ich schon sagen. Aber wenn ich so die Peugeots sehe, die ich hier so habe, ich sag mal gerade so 10 Jahre aufwärts oder so, oder 8 Jahre aufwärts oder so, ne, kann ich nur sagen, die Dinger sind gar nicht so schlecht. Für mich sind die gar nicht so schlecht. Die kriegst du immer mit ein paar Federn, ein paar Koppelstangen und Motor ein bisschen sauber machen, kriegst du die immer wieder noch mal 2 Jahre auf der Straße. Also, auf jeden Fall, ich werde die Kamera umbauen und wir werden echt mit dem Ding mal fahren und schauen, was da dran so Trumpf ist. Stopp, ganz kurz Werbung in einer Sache. Bevor du mir eine E-Mail schickst, bitte geh auf kgraf.de, schau dir an, was wir da gemacht haben. Und ich denke, dass zum größten Teil sehr viele Fragen sich daraus schon beantworten lassen. So Leute, also der Kilometerstand ist 111.250 und ich finde, das ist ganz in Ordnung. Ne? Also ist jetzt nicht besonders viel und nicht besonders wenig. So, von den Bedienungen her ist es natürlich klassisch Peugeot. So, und ich meine, wenn man jetzt hier mal so guckt, oh, ja, noch der Punk Metal drauf hier. Aber ich glaube, das macht dann auch Spaß in so einem Auto. Ne? Das Ding ist also, ich finde so von der Übersicht her ist es echt super. Und ich glaube, dass wenn man jetzt hier so drin sitzt und das jetzt vielleicht mit dem Polo und mit den Corsas vergleicht aus dem gleichen Baujahreszeitraum, ne? Das dürfen wir jetzt, dann steht dieses Auto dem nichts nach. Ne? Das, was ich natürlich auch geil finde, zeige ich euch jetzt mal eben hier mit. Wir haben natürlich jetzt hier diesen fetten Tacho da drin und oben drüber den Drehzahlmesser. Finde ich also wirklich, finde ich ganz cool. Ich muss gestehen, ich war früher auch ein Fan von diesen total analogen Instrumenten. Ne? Also analog ist vielleicht falsch, aber von Zeigerinstrumenten. Und mittlerweile habe ich das also bei meinem Auris auch so immer auf digitaler Geschwindigkeit stehen. Ja, lässt sich ein bisschen besser ablesen. Also Kupplung ist frisch. Wie gesagt, ich hatte das Ding jetzt gerade schon abgeholt und ich kann nur sagen, also ich glaube, damit ist schon geknüppelt worden. Ne? Das muss ich an der Stelle wirklich sagen, weil ich zeige euch jetzt mal was, das muss ich euch jetzt natürlich mit dieser Kamera zeigen. So,
Ich meine, dass bei Citroën vielleicht die Schaltwege oder bei Peugeot, die Schaltwege sind ja in der Regel schon etwas sehr weit und ich glaube, die legen jetzt nicht viel Wert auf Präzision, ne? Sondern du sollst den Gang einlegen und fertig. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, ich mache jetzt hier mal das Ding hier an. So, und jetzt achtet mal drauf, das ist der erste und das ist der zweite, wie weit das hier runter geht. Ne? Ich muss die Kamera jetzt sogar so weiter weghalten, weil ihr das sonst nicht sehen könnt. Also da hat einer immer fleißig an der Schaltung gerissen. Ne? Guck mal, wie weit das geht hier fast bis zum Handbremshebel. Also da hat immer, glaube ich, schon mächtig einer dran gezogen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, das wird ein ganz normales Peugeot-Getriebe sein. Jetzt kenne ich die Schaltung bei Peugeot. Das würde ich ja sagen, ist jetzt 1:1. Auch wenn es vielleicht plattformtechnisch jetzt was Besonderes ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht wisst ihr es. Und da muss man schon sagen, wenn man das jetzt hier so macht, das ist schon, guck mal, wie weit das ist. Ne? Also entweder ist da was ausgeschlagen. Ja, und vor allen Dingen, ich kann jetzt auch hier den Gang einlegen. Ne? Und wenn jetzt, guck mal, wie weit ich das bewegen kann. Der Gang ist immer noch drin. Ne? Das ist da praktisch das, wenn der Gang eingelegt ist. Also das ist schon ein bisschen viel. Und so, das lege ich mal hier weg. Und deswegen glaube ich, ist der schaltungstechnisch ist da schon dran gerissen worden. Aber da kriegen wir nämlich auch die. Mal eben gucken jetzt hier. Ja, wenn ich mir rückwärtsgang, da habt ihr fast die Berührung mit dem Handbremshebel. So, jetzt haben wir noch was vergessen. So. Ah, bin ich mal gespannt. Okay, diese Armlehne ist natürlich. Ich finde Armlehnen generell im Auto geil, aber ich sag mal, das ist vielleicht doch ein bisschen schwabbelig, aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt nochmal Rückwärtsgang. Das ist schon heavy. So, aber. Also soundtechnisch ist da jetzt nicht viel rauszuholen aus dem Ding. Ne? Also ist ein ganz serienmäßiges Auto. Das, was mir aber aufgefallen ist, die Lenkung geht ziemlich straff. Also wenn du so ab 80 fährst, wird die richtig straff. Und das Fahrwerk ist auch nicht schlecht. Also da haben sie schon was gemacht. Ja, und wenn er jetzt so, es ist schon so, du musst richtig den Arm nach hinten machen. Also werden wir gleich mal gucken. Vielleicht ist es auch normal, ich weiß es nicht. Ich kann es mir allerdings ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also du rührst schon da drin rum. So. Du hast ein, finde ich, unheimlich kurz übersetztes Getriebe. Und als ich den gefahren bin, da ist das mal so, viele Autos haben so einen großen Sprung. Ihr hört es vielleicht, da ist so ein Radlager kaputt. Ne? Haben einen unheimlich großen Sprung zwischen Gang 2 und Gang 3. Ne, der macht dann ne, und hier, das ist mir also auch bergauf aufgefallen, du reißt die Gänge so durch. Ne? Du fängst immer wieder vielleicht ja, so 1000 Umdrehungen weniger an. Ne? Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber du ziehst das Ding einfach in einem durch. Also das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und vom Fahrwerk her richtig straff, sowohl Lenkung als auch wirklich Dämpfer. Wir können mal gucken, ob was nachgerüstet worden ist, aber ich glaube es nicht. Und wenn du dann so einen Hobel hast mit 122 PS, dann muss ich sagen, ja, der kommt richtig kurz. So. Also das ist schon ein lustig Gerät. Ich hätte jetzt gesagt, bei 122 PS der sechste Gang fehlt. Und da rollt was und das kommt meiner Meinung nach, hört sich das an wie vorne rechts. So, aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Also Klimaanlage funktioniert. Wir haben derzeit 34 Grad. Und das ist schon warm. Ist schon warm. So, wir fahren im vierten Gang. Er dreht 2:2 bei 50. Wenn ihr jetzt so mal so ein bisschen. Also damit brauchst du dich nicht verstecken. Brauchst du wirklich nicht. Also davon ab, dass ich jetzt davon ausgegangen bin, dass es ein ganz normaler C2 ist, der wahrscheinlich irgendwie auch so einen kleinen PSA-Dings da drin hat. Ich weiß nicht, ich kenne die Motorisierung jetzt nicht ganz genau. Wo ich sagen, bis auf das entweder hier die Reifen und die Radlager rollen,
läuft das Ding echt lustig. Und wir fahren jetzt so 70, hier ist also 70, und du musst das Lenkrad kraftvoll drehen, wenn du es mit, also kraftvoll bewegen, ne? Du musst Kraft aufwenden. Und das kenne ich ja normalerweise vom Peugeot und Citroën auch nicht so. Da ist ja oftmals alles so ein bisschen matschig, hätte ich jetzt so gesagt. Ne? Aber so die Gänge, bis auf dass die Schaltung extrem unpräzise ist und da irgendwas nicht stimmt. Ja, so, dann drehen wir jetzt hier mal. Aber ansonsten ist das Ding echt, echt nicht schlecht. Also ich habe es nicht gedacht. So, wo bin ich jetzt hier? Dann fahren wir da hinten rum. Ich musste einmal so einen steilen Berg hoch, wo ich eigentlich gedacht habe, da fährt der im dritten Gang nie hoch. Ne? Oder da zog der so weg. Also die Getriebeübersetzung passt optimal zu diesen 122 PS. Gerade wenn du so in der Stadt fährst. Also wirklich nicht schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Und 122 PS in so einem Stuhl. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. So, auf jeden Fall machen wir jetzt Rumpelpumpel und dann gucken wir uns das Ding nochmal an. Aber bis jetzt, wie gesagt, also das ist richtig, also du musst richtig, ne, zwischen erster und zweiter Gang, das ist schon heavy. So Mädchen, du kannst ruhig weiter vorfahren, dann kommt man auch vorbei. So, ja, und da wird wahrscheinlich einer drauf gesessen haben, der das Ganze schon gemocht hat, immer so klärrepflich dran reißen. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen viel. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Aber so, ne? Und okay. Wie gesagt, Radlager vorne rechts. Drin nicht schlecht, wo man ja meint, so mit Sport sitzen, das ist nicht so meins. Also ich finde das Auto wirklich nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. So, jetzt gucken wir mal Rumpelpumpel und dann fahren wir zurück, heben ihn hoch, gucken einmal drunter und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben Citroën gefahren. Ja, da musste erst 51 Jahre alt werden, um einen Citroën zu fahren. Ja. Und wahrscheinlich muss ich sagen, ist das sogar noch der ansprechendste von allen. Ja, nicht ganz, aber manchmal denke ich mir schon, ey, da ist aber eine Designsprache hinter, die hat, also, da musst du schon mal raushauen können. Ne? So, fünfter Gang. Also im fünften Gang, so gucken wir mal eben. 55. Dreht er so 1,8. Bei 50 dreht er ungefähr 1,8. Ja, also ein sechster Gang wäre schon cool. Aber Klimaanlage macht zumindest kalt. Kontrollleuchten sind alle aus. Und seine großartige Poltergeräusche, gut, die Rollgeräusche, die hört ihr wahrscheinlich jetzt auch. Die Gänge hier rausziehen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen. So. So, aber fahrwerkstechnisch hören wir jetzt mal. So. Und? Gepolter oder nicht? Sind, also im Lenkrad merke ich jetzt nichts. Man ist auch erst durch den TÜV gegangen.
nicht in einen drinnen gehst. Das macht echt was, Mann. Das ist echt geil. Echt geil. Also so hätte ich es mir jetzt zumindest nicht vorgestellt. Gucken wir mal eben hier. Also du verlierst natürlich schon Zeit, ne, indem die Schaltwege recht lang sind. Aber an sich lassen sich die Dinge recht gut schalten. So, wir heben den Stuhl mal an und gucken mal. Gucken wir drunter. Ja, dann schauen wir mal. Checken wir jetzt erstmal Öl. Und zeige ich euch gleich. Also kleiner dürfen die Autos nicht sein bei der Hebebühne. Ja, also da ist dann wirklich, der passt gerade genau dazwischen. Und was ist das denn? Ist ja gar keins drin, oder? Doch, ja, steht auf Maximum. Gut, wir schmeißen mal den Blick. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier so schaut, ich habe das Ding jetzt gerade angehoben, ne? Also da, der passt so genau mit seinen Rädern dazwischen. So, gut, werfen wir mal groben Blick rein. Ölwechsel hat er bekommen bei 93.819. Ja, und er hat sogar einen Zahnriemen gekriegt bei 76. Das heißt, er ist ein Zahnriemenmotor, haben wir erstmal mit Kette nichts zu tun. Und das sieht auch eigentlich alles noch ganz gut aus. So, Scheinwerfer sind ein bisschen matt, aber man kann noch durchgucken, man kann die Glühlampen noch erkennen. Und wie gesagt, er ist jetzt auch erst durch den TÜV gegangen vor 2 Monaten. Aber so sieht das Ganze aus. Ne? Man sieht natürlich, dass mittlerweile so die Hauben ist alles nicht mehr lackiert. Ja, aber ist schon mal lustig gerät. Öl hat also auch nicht gefehlt. Ja, hier fehlt natürlich auch schon so ein bisschen der Lack und so. Aber sonst gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir uns das mal an und man sieht eben, ne, Kuppelstange hat er neu gekriegt. Ja, rechts und links und die Bremsschläuche. Ja, wahrscheinlich auch. Ne? Aber ansonsten, Bremse ist noch was drauf. Das sieht gut aus. Und wenn man jetzt hier mal so guckt, ich glaube gar nicht so verkehrt. Und hin und wieder gehen natürlich auch mal die Gummilager hier kaputt, aber die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Und auspufftechnisch und Ölundichtigkeiten haben wir auch nicht. Jetzt lassen wir erstmal den Kompressor zu Ende laufen. Und jetzt mal hier hinten schauen, Bremse ist hinten auch noch gut. Reifen sind in Ordnung, Feder nicht gebrochen. Das ist natürlich auch, ne, außerhalb der Achse könnte ich jetzt so auch in der Form auch nicht. Beziehungsweise ist mir noch nicht bewusst aufgefallen. Da ist er ein bisschen am Gammeln. Ja, da müssen wir vielleicht einmal was machen. Hier müssen wir natürlich aufpassen, wenn diese Dinger hier kaputt sind, läuft im Winter Wasser rein und dann können die fest frieren. Das gibt es also auch schon mal. Aber ansonsten hat er bestimmt noch mal einen neuen Auspuff bekommen. Also ansonsten nicht schlecht. Ich meine, gut, dass so ein Rad natürlich jetzt wie hier, ne, das ist das Reserverad, wie das aussieht, ne, wenn das da mal seit 2013 hier unterm Auto hängt, dann braucht man sich natürlich nicht wundern. Ne. Aber ansonsten echt nicht schlecht. So, das hier, der Drehmomentstütze sieht auch noch gut aus. Wie gesagt, das ist neu gekommen. Ja, aber gar nicht so verkehrt. Ne? Der Klassiker, ne? Ich meine, Kuppelstangen, das ist ja normal bei den Autos. Ja, das Auto ist wohl vom Händler gekauft worden. Also, so erstmal technisch gar nicht so schlecht. Zahnriemen ist gemacht worden. Service wäre jetzt mal fällig. Ne? Und ansonsten, Reifen gut, lässt sich gut fahren. So Spiel, hätte ich gesagt, das sind eher so weiche Gummilager. Ne? Aber ich sag mal, Federn sind nicht gebrochen. Federbandschutzlager sind soweit auch in Ordnung. Nur einen Auspuff hat er gekriegt. Und für einen Citroën, ich finde gar nicht so schlecht. Also, wenn ihr wisst, auf was für eine Plattform der steht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsst ihr jetzt auch mal nachgoogeln. Vielleicht mache ich das noch, aber ihr seid ja in der Regel dann auch immer fit dabei. Und ich muss gestehen, das Auto fährt nicht so, wie es aussieht. Das muss ich wirklich sagen. Aber die 122 PS, die machen ihm den Ding echt Spaß. Wenn ihr sowas jetzt natürlich mit 50 oder ich weiß jetzt nicht, was die niedrigste Motorisierung im C2 ist, dann ist es natürlich so eine, ja, so ein Allerweltshaufen. Ne? Also dann, aber jetzt so mit dieser Teillederausstattung, 5 Gang, 122 PS, also 90 kW, mit den Alumännern da drauf, blau Metallic, erstmal gar nicht so hässlich. Ich konnte darin super sitzen. Ne? Also,
Geil. Wieder um meine Erfahrung reicher geworden. Und deswegen war es das auch in diesem Video. Ob wir uns um diese Schaltungsthematik kümmern müssen, das müssen wir erst abklären. Vielleicht lässt das jetzt auch erstmal so. Aber da vielleicht noch wirklich, ne, wenn du immer und dann bam, ne, dann wird immer dran gerissen und so. Ne? Und die Schaltwege, so weit wie die waren also richtig weit. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Da ist bestimmt irgendwas am Gestänge ausgeschlagen, denn man konnte den Schalthebel so ein Stück nach vorne und nach hinten bewegen, ohne dass der Gang rausging. Ne? Also das ist schon ein bisschen komisch gewesen, aber vom Getriebe her keine Geräusche. Ach ja, und Radlager noch. Ne? Das müssen wir auch, ach genau, das Radlager müssen wir eben hören. Ja Leute, ihr könnt das relativ einfach diagnostizieren. Eine Hand in die Feder und dann am Rad drehen. Und wenn es dann in der Hand so ein bisschen vibriert, dann ist auf der Seite das Radlager kaputt. Also ganz einfach, Feder anfassen, Rad drehen. Und wie ich schon gesagt habe, Radlager, das wird das Geräusch sein. Ich mache das eben auf der anderen Seite nochmal. Stellt euch um, dann könnt ihr auch besser mitgucken. Also eine Hand in die Feder und da merkt ihr sofort den Unterschied. Also das wäre jetzt wahrscheinlich was, was noch auf ihn zukommen würde. Radlager, gut, ne? Müssen wir gucken, ob es ein Wheelhub ist. Oder ob das Ganze irgendwie, wie soll ich sagen, ein einzelnes Radlager ist mit Radnabe, müssen wir erst schauen. Okay, letztendlich war es das auch erstmal in diesem Video. Und ob wir dieses Auto nochmal wiedersehen, kann ich heute noch nicht sagen. Und deswegen verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denkt dran, bevor ihr mir eine E-Mail schickt, guckt eben auf kargraf.de, ob eure Frage da nicht schon beantwortet wurde. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.